Hallo, entschuldige, ich bin ein bisschen zu spät. Willkommen bei dieser herrlichen Sendung. Mein Name ist Gary Seidel. So viel weiß ich auswendig. Genau, zur Sendung. Haben wir da, können Sie ein bisschen vielleicht eine Musik einspielen? So ein bisschen was? Bisschen was anderes. So was, wir sind beim ORF. Bisschen geschmeidig, hä? Was? Ah, ist schon besser. Also dann, los geht's. Das ist sehr schön gut. Acht lustige Menschen haben beschlossen, jeweils zu zweit einen Urlaub in Österreich zu verbringen. Das Problem, die Paare sind etwas ungleich. Angelika Niedetzki will sporteln gehen. Lilian Klebhoff eher nicht. Eva Marold will ein Detox-Wellness-Wochenende machen. Christoph Grutzler eher nicht. Das ist ein Arsch, was gut ist. Oliver Bayer ist heiß auf eine Radtour. Günther Leiner überhaupt nicht. Ich bin draußen aus der Produktion. Leiner! Und ich habe meinen Freund Gerald Fleischhacker zum Campen verschleppt. Schön was. Für mich. Also unsere Geschichte beginnt in Spital an der Drau, am Bahnhof. Ich war höchst motiviert und natürlich fokussiert. Okay, Trimmer? Ja, gibst du, ich war am Anfang ein bisschen nervös. Aber das liegt daran, Radfahren ist schon meine Leidenschaft. Also nicht nur das Radfahren, sondern das Radreisen. Das ist der Moment, bitte draufhalten. Ankunft Günther Leiner. Ziemlich bester Urlaub ist eröffnet. Wir fahren... Man kann es nicht besser timen, genau vorm Radabteil. Achtung! Auftritt für Günther Leiner. Oh, Entschuldigung. Hallo. Da ist er. Günther. Günther? Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Ich gebe zu, in dem Moment habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil der Zug war weg und der Leiner war nicht da. Dann habe ich mir gedacht, okay, der Typ hat uns verarscht. Ich meine, was soll das heißen? Frechheit. Ich meine, Leiner und Bewegung. Ich mag es halt gemütlicher. Aber dass er gleich glaubt, dass ich nicht komme. Ich meine, ich war eh da. Er hat mich halt nicht gleich gesehen. Es passiert mir öfters, dass man mich übersieht. Ich meine, das ist das erste Mal so ein richtiger Mädelsurlaub. Normalerweise fahre ich meistens mit meinem Mann, das ist übrigens der Herr Doktor, mit der Föhnwelle aus Sturm der Liebe und den zwei Kindern. Jetzt darf ich als Beifahrerin die Geli belustigen. Weil ich ein Mädchen bin. Also ausgemacht war, dass die Geli sich ums Programm kümmert und ich ums Hotel. Wie es dazu kam, das ist eine ziemlich alte und skurrile Geschichte. Du weißt noch, damals, als wir uns kennengelernt haben, so, ja. Da waren wir circa 10 Jahre jünger. Das sage ich unter Eid aus, Chef. Da haben wir doch diesen Vertrag. Schau's dir jetzt, Geli. Da ist er. Das gibt's nicht, ich muss stehen bleiben. Ich muss stehen bleiben, das gibt es nicht. Das gibt es. Oh, bist du deppert, du bremst wie mein Alter, das ist ein Wahnsinn. Mädelsurlaub, saloppe Bezeichnung für Frauenurlaub. Wir sind ja jetzt Frauen und keine Mädels mehr. Ja, oder? Dürfen wir so als Mädels bezeichnen? Zumindest. Schon das dreckig. Wurscht. Männerurlaub. Ich glaube, der Fleischi schnappt über vor Freude. Das ist für ihn was ganz Besonderes, glaube ich. Und ich habe eine Riesenfreude, dass ich dabei bin. Und letztendlich hat er Wett verloren. Also wir haben deppert geredet, nicht, wie viele Steine hat die Cheops-Pyramide. Und ich habe gesagt, 2,5 oder 3 Millionen. Und auf jeden Fall, ich habe es falsch gesagt, auf jeden Fall. Ich meine, er weiß nicht, wie viele Steine die Cheops-Pyramide hat. Da reden wir immer von Bildung, ne? Aber bitte. Aber ich mag ihn. Sonst hätten wir einen Wellnessurlaub gemacht oder sowas. Oder waren schön essen gegangen jetzt. Gehen wir campen. Das heißt, wir können starten.
Ja, ich brauch's campen gar nicht, eigentlich. Also ich hab gerne ein Zimmer, ein Bett. Ja, also ich muss kein 5-Sterne-Hotel sein, aber ich hab schon gern Wände. Hm? Fleischi, bin in 10 Minuten bei dir. Ja, das ist super. Hast du das eingebracht? Ja, leicht. Ich habe durch Campen heißt reduzieren auf das Wesentlichste. Ja. Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Ich habe alles, was wir brauchen. Ich freue mich auf dich. Bussi. Ja, na komm, ich warte auf dich. Ciao, Baba. Plastik. Das auch. Hey, Fitzer! Servus! Schön! Servus! Freut mich auch, dass du Zeit hast, Christoph. Ja, voll. Hey, danke, dass du mir gedacht hast. Leider. Gerne. Ja, super. Ja, ich habe mir gedacht, weil die Eva mich angerufen hat, das kann ein schöner, erholsamer Urlaub werden. Das war mein Plan. Was ist mit Itzig Stein los? Alles, was die Dame von Welt für 3 Nächte braucht. Ach so, ja, okay. Dame von Welt. Na gut, gehen wir so. Ja, dein Koffer müssen wir noch holen, oder? Aha, alles, was dabei, was ich brauche. Alles, was der Herr von Welt für 3 Tage braucht. Ich freue mich schon. Wie klasse, oder? Gut essen, gut trinken, ein bisschen planschen, ein bisschen sanieren. Ich habe uns fürs Detox-Wochenende angemeldet. Cool. Detox, was heißt das? Entgiften, entschlacken. Vegan essen, wenig essen, Lymphdrainage, Massage. Eva, nicht dein Ernst. Die Gifte ausschwitzen. Nein, Eva, nicht dein Ernst. Das wird uns gut tun. Gut tun ist ein Arsch, was gut ist. Ich mag die Frühstücksbuffets so gerne in den Hotels. Du hast gesagt, du willst das immer mal machen. Einmal? Irgendwann? Nicht heute. Nicht, Eva. Komm, zu zweit ist leichter. Also bei uns war es zu diesem Zeitpunkt etwas schwieriger. Ich hatte prinzipiell alles dabei, außer Günther Leiner. Günther! Ich bin dann am Bahnhof rum und habe einen großen Mann mit Fahrrad gesucht. Hey, Oliver! Hey, Günther. Oliver! Günther? Eines der beiden Kriterien hat er halt nicht erfüllt. Sehr. Günther, was ist los? Wo warst du? Bist du nicht im Radabteil? Nein, ich bin im Zug gefahren. Ich bin normal gesessen. So platt bin ich auch wieder nicht. Nein, ich meine, wo ist der Radl? Wie schaust du aus? Na, warum hast du ein Radl? Das ist hallo. Was ist da? Ich meine, wir haben doch gesagt, Radurlaub, Kärnten, Osttirol. Ach so, ich weiß schon, was das ist. Das ist so versteckte Kamera, oder? Günther, bitte, das ist ja lächerlich. Was heißt versteckte Kamera? Ja. Was ist das da? Was ist das? Sag, was ist das da? Ich glaube, der verarscht mich. Ich meine, sowas, der ist ein neues Comedy-Format. Echt fett mit Günther Leiner. Ja, genau. Super Idee. Und ein Wortspiel. Das ist eigentlich eine geile Idee für eine Sendung. Moment, das schreibe ich kurz auf. Günther, bitte, du hast dem ORF 1 versprochen, dass du mit mir in Kärnten und in Osttirol auf einen Radlurlaub gehst. Was soll das? Na, nicht ein Radlurlaub, ein Badeurlaub. Da, echt Fettleiner legen. Apropos aufschreiben, Gott sei Dank hatte ich ja ein Beweisdokument dabei. Ja, genau. Pass auf, nein, nicht haha. Ich habe nämlich alles dabei. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oliver Bayer, wir gratulieren, Sie wurden als Darsteller für unsere ORF-Sommershow ziemlich bester Urlaub ausgewählt. Achtung, Sie werden gemeinsam mit Ihrem Kollegen Günther Leiner auf einen traumhaften Radl-Urlaub in den Süden Österreichs geschickt und werden Kärnten völlig neu entdecken. So, wie du siehst, ich habe alles fein säuberlich dabei. Ich habe auch unseren Vertrag und den Diätenplan dabei. Ja, Achtung, jetzt sag ich dir einmal was. Ja. Die Christiana hilft mir jetzt, weil ihr bringt auch alles mit. Ja. Ja. Schau, fort, wo? Na, da pass auf, ich hab auch alles da. Da bei mir genau dasselbe Brief. Ja. Pass mal auf. Ja. Und zwar, sehr geehrter Günther Leiner, bei dir ist der Oliver. Wir gratulieren, Sie wurden als Darsteller für unsere ORF 1 Sommer schon ziemlich bester Urlaub ausgewählt. Sie werden gemeinsam mit Ihrem Kollegen Oliver Bayer auf einen traumhaften Badeurlaub in den Süden Österreich geschickt. Moment, aber was ist das? Was ist das da? Wie schaut das aus? Ja, gut, ich habe Spaghetti gegessen und da ist mir die Bolognese ein bisschen auf. Und da ist halt das, aber das heißt Badeurlaub, ja. Okay,
ein deppertes Missverständnis. Ist ja doch eigentlich wurscht, hätte ich gesagt. Aber der Herr Oliver Bayer, der Herr Genauer, hat die Radlerhosen wieder mal voll gehabt. Günther, wir müssen in Radl fahren. Wir haben einen Vertrag mit ORF 1. Bitte, komm. Pack zusammen. Du hast Glück im Unglück. Ich habe einen Freund im Spital da jetzt, der geht ums Eck vom Bahnhof. Und der hat ein Fahrradgeschäft. Und echt gut sortiert. Der hat alles, was wir brauchen. Und du kriegst jetzt. Ach, nein, normalerweise. Okay, pass auf. Du kriegst dort alles. Wir haben Outfit, Räder. Ist perfekt. Halbe Stunde. Und in 30 Minuten sind wir fertig und dann geht's los. Oliver, ich nehme den Lift. Du wirst sehen, es wird jeden Tag ganz anders. Genau so, wie wir es damals besprochen haben. Super. Weil ich bin wirklich, ich brauche eine Sache, und das ist Erholung. Das kann ich dir sagen. Weißt du, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen. Ich renne den ganzen Tag hinter den Kindern her. Dann bist du es ja eh gewohnt. Ja. Dann steht unserem, sagen wir mal, Action-Urlaub. Action, das kann ja viel heißen. So. Ja. Endlich Action, da steht schon endlich. Actionreich im Spa, da steht schon. Da gehen wir jetzt hin. Machen wir Action im Spa? Schau, Kelly. Das ist alles das da oben. Das ist der Spa-Bereich. Ja, das ist ein Riesenpool, bitte. Da können wir den ganzen Tag sein. Ich freue mich so. Ist das geil? Ja. Wenn man sich als Mama eine Sache verdient hat, dann ist das einfach mal ein paar Tage Erholung. Und zwar so schwer es mir fällt, einfach von meinen Kindern wegzufahren. Aber das habe ich mir auch mal verdient. Ich glaube, ich werde mich jetzt gleich mal ein bisschen schlafen legen. Na, dafür werden wir keine Zeit haben jetzt. Was ist das? Das ist einmal die Grundausstattung. Es wird Action geben. Ich bin total klar mit meinem Programm. Ich freue mich drauf. Das Hotel ist ein bisschen eigenartig, weil es groß ist. Ich habe irgendwie geglaubt, so eine knackige kleine Pension. Man braucht ja nicht viel. Also wir sind ja da nur zum Schlafen. Die brauche ich dann für so dafür. Nein, das ist die Regenjacken und die Laufjacken und die das Tannengelee und das, der Klettergurt. Da was schaut nicht wirklich gut aus. Ich meine, der Helm und dieses Klettersteigset, sowas hat. Kenne ich von meinen Kindern. Das habe ich das schon wieder gesagt. Wir haben einmal beschlossen, dass wir das Wort Kinder vielleicht einmal doch in den nächsten Tagen auslassen, weil es irgendwie halt jetzt ein Mädelsurlaub ist. Kenne ich von den kleinen Personen, die auch bei mir zu Hause wohnen. Ich fürchte mich ein bisschen. Ja. Fertig. So ein Mann beim Tragen hat manchmal Sinn. Grüß Gott. Wir sind die vom Actionurlaub. Zimmer ist eigentlich, ja, was haben Sie? Dann haben wir schon 12 Uhr Suite für Sie. Perfekt. Ja. Ich habe ein paar kurze Fragen. Ja. Die Nummer vom Bergführer. Du, das brauchen gesagt, wir erst in 2 Tagen. Geh mal, Spa brauchen wir erst mal. Grüß Sie. Na. Also ganz ehrlich, ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das eine so wirklich gute Idee war, der Geli das Programm anzuvertrauen. Massagen müssen wir die gleich buchen oder Nein. Können wir das später machen? Aber nicht, dass die weg sind. Tennisplätze sind über außen, oder? Genau. Wenn Sie einmal ums Haus rumgehen, gleich oben. Cool. Passt. Ich geh zu Fuß. Ich fahr nicht mit dem Lift. Ein Lift, bitte. Wer braucht in unserem Alter einen Lift? Hallo, wir haben 2 gesunde Stützen. Oh, nee. Ja, mal eine Einstimmung in das ganze verlängerte Wochenende. Geli, warte bitte kurz, ich muss mit dem. Das ist super. Was denn? Das ist das erste Workout. Brauchst du Hilfe? Nein. Danke. Super. Es ist nicht mehr weit. Bis zu gescheit, das Hotel ist groß. Nach einer gefühlten Stunde waren wir dann auf dem Zimmer. Oh Gott. Das ist mir jetzt so wurscht. Wo hast du denn jetzt die Karte? Die ist runtergefallen. Auf jeden Fall, ich war waschelnass. Oh. Hui, wow. Mit Blick auf den See. Mann, so cool. Schau, super. Schön. Das Allerwichtigste. Aha. Die 2 gehören dir. Wo ist das gut? Lässig. Schau noch mal raus. Ja, es reißt auf. Es reißt. Hast du irgendwas vor die Augen? Der Nebel geht runter, der kriegt den Berg runter, da. Ja gut, der einzige Trost ist, dass wir wenigstens nicht die Einzigen sind, denen es so geht, oder? Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ja, super, wenn er bald kommen würde, weil scheiß Wetter. Das ist überhaupt super Wetter zum Campen. Ich glaube, das ist das beste Wetter zum Campen.
In ihm steckt ein Camper. Aber es fehlt ihm noch dieses gewisse Etwas, es auch zuzugeben und wie das wirklich aussehen lässt. Und das werden wir jetzt gemeinsam erleben, wie einer zum Camper wird oder stirbt. Also die zwei Sachen. Ah, ja was. Servo! Servo, mein Freund! Super was ist Wetter! Das? Warte! Was ist das? Gepäck! Tun wir das eine da hinten bei dir, oder was? Alter, wie lange bleiben wir? 3 Tage. Ja, Tage vielleicht, aber ja, das ist aber ein Wahnsinn. Das ist das Notwendigste, verstehst du? Decke, der Letzte, der mit so viel Gepäck unterwegs war, ist über die Alpen gekommen mit einem Elefanten. Der Fleischi, der Jetset-Urlauber, hat jetzt zum Campen tausende Sachen eingepackt, also so Zimmerküche, Kabinett, wie man sagt, die aber beim Campen kein Mensch braucht. 4 Koffer, Rucksack. Ne? Braucht er kein Mensch. Was ist das da für eine Krücke? Das ist ein Metalldetektor zum Beispiel. Verstehst du? Das ist keine Expedition, Fleischi. Oh ja, der findet alles. Aludosen. Na, der findet vielleicht Heringe, dass du nicht hängen bleibst, wenn du in der Nacht Lulu gehst. Naja, aber da ist, was ich habe halt Geschirr mit zum Kochen. Geschirr? Ich habe Geschirr. Na, du hast Campinggeschirr mit, oder? Ja, wir fahren aber auch Camping. Ich habe eine Pfanne mit, eine Eisenpfanne, verstehst du? Ja, was meine ist ja aus Gummi, oder was? Nein, das ist nicht. Seit wann gibt es Eisen überhaupt, Fläche? Das weiß ich nicht. Die sogenannte Eisenzeit begann im südlichen Mitteleuropa um 800 vor Christus. Hi, stopp! Was war das jetzt? Was war das jetzt? Machen wir jetzt Universum oder was? Komm. Bildungsauftrag schön und gut, aber nicht übertreiben. Okay. Hilf mir, pass auf. Was ist da drinnen? Da ist Gewand drinnen. Mein Skiunterwäsche und Anorak. Ne, wir fahren jetzt Waldviertel, da schneit es wahrscheinlich mal. Oder was? Fläschi, es ist Juni. Ja. Im Waldviertel kannst du laut Bauernkalender auch im Juni Minusgrade haben. Und außerdem habe ich eine empfindliche Blase. Das ist von meiner Oma wahrscheinlich. So, Fläschi, komm, wir sind voll. Nein, Metalldetektor machen wir noch. Bitte lass uns, bitte Leute. Bitte nimm mit. Wir sind die Anti, verhaften uns auch im Waldviertel. Nein, der entdeckt Metalldosen. Im Finstern, Bierdosen. So, von dir. Bro. Na, eine. Hast du einen zweiten an? So. Fläschi, blauer Himmel. Ja, aber genau. Wo? Oben. Ja, über den Wolken. Genau. Ja. Na, fahr mal. Auf. Es ist sehr eng. Im Zelt ist eng. Im Zelt? Wie wir sehen, es wird deinen Horizont erweitern und dein Leben verändern. Das war dann der Point of No Return. Mit dem Seidel und seinem Abenteuer waren im Auto. Ich weiß nicht, wo er herkommt, ich weiß nicht, wo es hinführt. Aber gefangen, quasi. Du musst es immer mal machen. Einmal? Irgendwann? Nicht heute? Ich brauch dir als moralische Unterstützung. Ja. Pass auf, du kriegst mir moralische Unterstützung. Du kriegst dein Frühstück. Deal? Ja, meinetwegen. Schau, wenn wir es geschafft haben, dann verspreche ich dir, gehen wir zur Belohnung am Heurigen. Hm? Du kannst jetzt auch zum Heurigen gehen, wenn ich will. Gehen wir. Brauchen wir noch Maske überhaupt? Sicherheitshalber, hätte ich gesagt. Ich kann mit. Ich glaube, ich habe noch Reservemasken von meinen Buben. Ja, da, cool. Schau, bitte. Danke. Nur ins Mund. Nase, Mund. Passt. Gut. Eva. Das ist eh noch für die Kamera des Detox, gell? Ja. Ich hab uns wirklich angemeldet. Na klar, war ich schockiert, wie ich ihm gesagt hab, dass das nicht nur für die Kameras ist, sondern echt, also wirklich. So ein richtiger Urlaub für uns zwei. Arsch. Willst du das anmelden bei der Rezeption? Chef will und so. Ah, cool. Weil ich bin ja dort öfter zu einem Schönheitsurlaub. Am Telefon hat die Eva gesagt, du wirst sehen, ich kenne den Direktor persönlich. Wir werden dort mit der Blaskapelle empfangen. Also. Wie jetzt aus? Warten wir noch ein bisschen. Ja. Vielleicht erkennt er uns ja nicht mit den Masken. Also. Sind wir so mal? Sicher? Hallo. Grüß Gott. Ich finde das super, Christoph, dass du mit mir das machst. So, da.
Günther, ich möchte echt nicht stressen, aber mein Zeitplan sieht vor, dass wir in 20 Minuten eigentlich schon losradeln sollten. Oliver, du stresst. Ist ein Wunder. Ich meine, ich wollte eine Radtour machen. Und der Leiner steht da in Badekleidung ohne Rad. Und es kam schlimmer. Oliver! Was ist, Günther? Jetzt warte mal. Günther, wir haben einen Plan. Ja, pass auf. Ich muss dir was sagen. Warte, lass du bitte, ich kann nicht gescheit. Es war schwer für mich. Aber in dem Moment habe ich beschlossen, dass ich Oliver eines meiner größten Geheimnisse anvertraue. Ja. Ich muss dir noch was sagen. Aber. Was denn? Aber nicht lachen. Es ist mir. Also, es ist mir sehr peinlich. Versprich mir, du lachst nicht. Hoch und heilig, was ist los? Ich habe als Zehnjähriger als einzige in der Klasse die Rauhvorprüfung nicht geschafft. Ja, Oliver, du hast gesagt, du lachst. Ja, entschuldige. Wie kann man eine Radlprüfung nicht schaffen? Ich meine, was ist passiert? Bist du vom Radl gefallen? Oder? Na, so weit ist gar nicht gekommen. Ich hab davor die theoretisch auch nicht geschafft. Bitte kurz und gleich. Ein toller Freund, lacht mich aus. Aber dem ist das Lachen schnell vergangen. Pass auf, mein Freund. Hier im Radgeschäft. Hat super Räder, die fahren von ganz von alleine. Komm. Okay, na, wenn ich mitfahre, Oliver, dann hätte ich aber gerne ein E-Bike. Was ist los? Was hast du? Was ist los? Ja, mir wird schlecht, wenn Anna E-Bike sagt. Ja, oh, das ist ein Trauma. Egal. Bitte, sag's nicht. Das ist, ich meine, das ist ja nicht Radfahren, oder? Wird jeder verstehen, der so wie ich Rad fährt. Bitte. Okay. Ich sag gerne E-Bike. Nein! Alles, was zwar Rahl und Pedale hat, ist ein Vorradl. Aber ich erkläre das einmal in Oliver Bayer. Du kriegst ein ganz normales, super Radl und dann starten wir bitte endlich unsere Radltour. Komm, komm. Alter, das kann was werden. Da ist es. Was eine Idee, Geli. Wir sind schon da. Schau. Ja, scheiß weder hin oder her. Ich meine, wir sind ja nicht aus Zucker. Also muss man draußen was angehen. Es soll immerhin ein Actionurlaub sein. Bogenschießen. Oder ich schieße den ganzen Tag. Am Schießstand bin ich dann doch schon ein bisschen öfters gewesen als Penny Lanz in der Soko Donau. Und ob Bogenschießen so ein wahnsinniger Nervenkitzel für mich ist, weiß ich nicht. Ja, okay, es ist ein bisschen Wahnsinn. Größer als eine Pistole, aber. Schau dir das einmal an. Das geht nämlich von da auf. Das ist einmal ein bisschen. Eine andere Perspektive für die Lechter. Hä? Das sind genau dieselben Dinge wie am Schießstand. Ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie Show und mit einer Plastikpistole. Das ist echtes Schießen. Ja, beim Film, da haben sie ja immer nur irgendwelche Plastikbuffen, mit denen kannst du maximal ein Cheat-Out zünden, weißt? Dementsprechend ist halt auch die Ahnung, die ein Schauspieler dann von einer Waffe hat. Habe ich das richtig so? Ich kapiere es gerade nicht. Warum? Nein, das ist ganz falsch. Du musst das Rote. Da einer, schau her. Mhm. So, genau. So? Und dann hältst du es einfach da. Ich habe in meinem Leben noch nicht geschossen. Wo ist denn deiner hingeflogen, bitte? Wo ist der? Wo ist der überhaupt weg? Gut, die Geli tut ja immer so sportlich. Aber beim Bogenschießen war es jetzt auch nicht so die Nummer eins. Also schlechter hätte ich es auch nicht gekonnt. Ich krieg's gar nicht weg. Na schau her, du musst es einfach nur da. Ja, bei so einer Pistole ist das automatisch, da musst du nicht am Pfeil einhängen. Wir machen nichts automatisch, wir sind noch mechanisch. So. Ist sicher nicht einmal, wo ich ziehen muss. Da ist keine Kimme und kein Korn und kein Arsch und kein Horn. Ja, aber ein veganer Kreis. Und sowas ist bei der TV-Polizei. Spannung? Nee. Geht zum Körper springen. Aua, du musst den Bauch erziehen. Jetzt. Yes! Wo ist der? Au, ja, da ist ein Vogel. In der Erde. Na gut, der fliegt doch. Ja. Da drüben sitzt der Tonpit. Yes! Ich habe ein Blatt durchbohrt, hast du es gesehen? Du siehst schlecht. Ich habe ohne Scheiß ein Blatt durchbohrt. Ich meine, verstehst du, der Robin Hood ist ein Schaß gegen mich. Das hat uns dann zu unserem eigentlichen Highlight der ganzen Bogenschießen-Nummer geführt. Stell die Tour mal hin. Was willst du jetzt machen? Und du den am da drauf? Nein, ich zuerst. Super. Weil dann weiß ich, es kommt zu keinem zweiten Schuss. Also da rauf, Seidel.
Dort? Nein, da. Wir müssen raus und dort. Nein, da auf. Da, denen noch. Da kommen wir ja her, wir kommen von Krems. Ja, eben, wir sind falsch gefahren. Das Finden eines Weges ist ja grundsätzlich in unseren Genen, aber man verlernt's. Und ich sehe bei dir, mein lieber Fleischi, ja, dass du bei jeder kleinsten Gelegenheit sagst, da schaue ich im Handy nach. Aber es steht da sicher wo angeschrieben. Ja, oder wir fragen wen. Entschuldigung! Fragen, klar. Ja, fragen. Klar, fragen, weil es wird peinlich, dass man fragt, wie man da. Wie Lichtenfels heißt? Lichtenstein ist links. Nein, Lichtenfels. Nur eine Europakarte für eine Reise ins Waldviertel ist ein bisschen übertrieben. Ja, versteht man? Aber da kannst du den Schäfer fahren und findest ihn wieder nach Hause. Ja, aber da war kein Navi. Du musst dich zurechtfinden da in der Pampa. Komm, Fleisch, ich steig ein und du wirst sehen, ich hab recht. Wir biegen da vorne links ab. Nein. Sicher biegen wir links ab. Ja, du kannst links abbiegen, aber dann fahren wir wieder heim. Weißt du, und genau das ist Camping, Fleisch. Das ist Camping, ja? Ja. Genau das brauche ich noch. Gleich zu Beginn unserer Detox-Kur, von unserem Detox-Wochenende, haben wir uns von einem Arzt und Ernährungsberater gleich mal sagen lassen, warum wir so ausschauen, wie wir ausschauen. Ja, den legen wir dann einmal bitte da auf. Geht das so? Und da haben wir es schon. So, jetzt schauen wir das Ganze. Einmal aufstricken. Ja, da so. Ruhig weiteratmen. Und da haben wir es schon. Ich verstehe die Eva, dass sie dir das gerne erklären lässt. Aber ehrlich gesagt, ich brauche keinen Arzt, der mir sagt, was gesund ist. Das weiß ich schon selber. Im Ernst, ich kenne Ärzte, die sind schon ungesünder gestorben, wie ich jemals war. Ne? So, herzlich willkommen. Danke, grüß Gott. Ja. Dann fange ich gleich mit der Dame an. Nee, das heißt. Wir haben eine Körperfettmessung gemacht und das Ergebnis ist an und für sich sehr gut. Sie haben einen ganz. Also sie sind an der Grenze, aber im Normbereich. Fühlen Sie sich wohl mit Ihrem Gewicht? Nein. Was stört? Ich würde gerne der Busen. Erstmal in meinem Weg. Okay, da kann ich leider nichts machen. Hüften da der Wohlstandsspät, das sehe ich da. Aber das sind 2-3 Kilo, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Im Gegensatz zum Herrn Krutzler, da haben wir kleine Probleme. Da haben wir kleine Probleme. Das ist der Problembär. Ja? Ihr Körperfettanteil ist deutlich zu hoch. Ja. Sie haben also auch ein hohes Körpergewicht. Ja. Und woher kommt das? Das war immer schon so. Ich war nie anders, mein ganzes Leben. Ich war als Kind immer. Ja. Übergewichtig, eh. Ich meine, heutzutage ist bald wieder übergewichtig, nicht nach den Richtlinien, da was gibt. Nicht? Man weiß es ja. Aber ich war wirklich immer so. Das so bin ich halt. Ne? Und was kann man da jetzt machen? Jetzt, wenn man es weiß, können Sie mir jetzt sagen, was ich machen kann. Weil der Trick beim Abnehmen ist, weniger essen. Ist nicht dauernd. Also das ist so der Tipp. Also essen Sie nicht dauernd. Ja. Also, er war ein lieber Kerl, aber den Arztbesuch hätten wir sehr eigentlich sparen können. Also, Herr Doktor, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Gerne. Ich hoffe, es hat was tun können. Ja, fix. Auf alle Fälle. Danke. Ich bin. Und schönen Abend. Sehr irritiert. Danke sehr. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Alles Gute. Danke. Deppert, die Alte. Ich meine, die kann doch jetzt nicht ernsthaft schießen, oder? Ich meine, ist das ihr Ernst? Es regnet und die schießt mir einen Apfel vom Kopf? Das soll sein. Von den wichtigen Dingen hat man immer zwei. Augen, Nasenlöcher. Ist das gescheit, sein Leben in das Schicksal von Angelika Niedetzki zu legen? Bist du deppert, voll gut. Geli! Na gut, nichts anderes hätte ich erwartet. Ja bitte, was habe ich gesagt? Der Robin Hood ist ein Schaß gegen mich. Aber jetzt lass mir die Pille auch wieder mitspielen. Weißt du, was auch hilft? Hm? Man denkt an jemanden, den man nicht mag. Ha! Ich habe an meinen Mann gedacht. Was? Aber du hast nur das linke Knie getroffen. Schau! Ah! Geli. Rechtes Knie von deinem Mann. Rechtes Knie. Immerhin, in der Mitte einem dritten Kind steht nichts im Wege. Geli, wir sind die geborenen Bogenschützen. Oh, bist du nass? Geh!
Naja, ich wollte eigentlich Paragliden gehen. Oder mach doch. Windsurfen. Aber das ist halt bei diesem Wetter nicht möglich. Ist aber wurscht. Es gibt ja Gott sei Dank gibt's ja genug Sachen, die man bei Regen auch machen kann. Man könnte zum Beispiel einen Schnaps trinken. Ich denke, das haben wir uns verdient. Die Haselnuss und die doppelte Marelle. Danke sehr. Zum Wohl. Auf Sie. Auf uns? Und auf unseren Urlaub. Noch zwei. Doppelt, vierfach. Doppelt. Ja, was habe ich da gesagt? Zwei Minuten, wir sind schon beim Radlgeschäft. Du kannst mir vertrauen, Günther. Und bitte, das sind meine Freunde, die kennen mich seit Jahren hier. Blamier mich nicht, okay? Lass mich reden. Ich bin voll motiviert. Ja. Okay, kann man das wäre schnell halten? Du hast eh nichts zum Tragen. Und aufpassen, in ein paar Tagen brauche ich es wieder, gell? Günther! Ah, darf ich dir vorstellen, mein Freund Christoph. Christoph, mein Kollege Günther. Wer ist Günther? Grüß dich. Wieso nur Kollege? Bist du mit mir am Mühlstädter See geradelt? Nein. Bist du mit mir aufs Goldeck geradelt? Nein. Du wirst der Freund sein? Ja. Leidl, was braucht es denn überhaupt von mir? Wir brauchen ein E-Bike. Also, Entschuldigung, du darfst E-Bike darf man nicht sagen, weil da wird ihm schlecht. Nein, ah, ich habe alles unter Kontrolle. Pass auf, was wir brauchen ist. Wir brauchen alles. Alles ist sehr viel. Wahnsinn, was dort alles gegeben hat. Ich meine, ich war noch nie in einem Radlgeschäft. Und mich hätte alles interessiert. Gehen wir bitte hier zurück jetzt, weil wir haben einen Plan. Aber der Oliver war nur am Stress machen. Hat das Radl für die passen? Ja, also optisch perfekt und vom Gewicht halt mir. Ja, von der Farbe gefällt mir, ist schwarz. Mhm. Weil schwarz macht. Schlank. Nur bei mir hat die Farbe auch schon aufgegeben. Radfahrer haben definitiv Humor. Das war ja auch der Grund, warum wir dann den Günther die Satteltaschen haben montieren lassen. Spaß. So, ja. Ganz einfach. Das war komisch. Aber da geht's ja nicht. Wo? Da? Ich hab eh gewusst, wie es geht. Ich bin ja nicht deppert. Das ist ja, was steht da unten im Weg. Da, das. Aber ich hab gewusst, wenn ich mich blöd anstelle, dann machen die die Arbeit für mich. Christoph, helf mir. Klick. Fertig. Danke, Oliver. Danke, Christoph. Du, und morgen kommst du mir ein Geschirrspül ausrammen, gell? Schau, Fleischi. Und dann nehmen wir uns morgen ein Boot und gehen fischen. Es ist schön, Sir. Es ist schön. Wirklich schön. Aber weißt du, was wirklich schön war, wenn das ein Hotel war? Ja, das ist aber nicht, Fleischi. Wir haben ein Zelt. Ja, das ist das Problem. Nein, wir haben ein Zelt. Und wenn du jetzt davor schaust, dann links ist unser Campingplatz. Hinterm Regen. Hinterm Regen. Hat der offen überhaupt noch? Wie offen? Na, hat der Campingplatz noch offen, wenn es so regnet? Und es ist. Campingplatz ist immer offen, Fläche. Natürlich hat ein Campingplatz immer offen. Ja, da braucht man sich nicht anmelden und einchecken. Nein, da fährt man hin, zack, stellt das Zelt auf. Und das ist ja beim Campen das Schöne. Ich habe gesagt, da ist zu. Campingplatz ist immer offen. Kann nicht. Immer offen. Was ist das? Campingplatz hat immer offen. Das ist zum Beispiel nicht. Ah, schau. Du, ist sehr offen. Ist Campingplatz offen, hat immer offen. Dem habe ich es nicht gesagt. Aber der gelernte Österreicher sodert, so auch mein Fleischi. Er sodert, sodert und sodert. Ja. Die Haselnuss für die Dame. Die doppelte Marelle für die. Dankeschön. Zum Wohl. Danke. Zum Wohle. Auf uns. Und auf unseren Urlaub. Also wenn es das nass bis auf die Haut und es ist eh nicht ganz warm, dann wärmt man sich von innen schon gerne mal mit einem Marillenschnaps an. Man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Für die Damen. Danke. Ah, danke. Auf Sie, Sie werden immer schöner. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Für die Damen, die Haselnuss, die Marelle. Schlüssel.
Fahr du da, ich hol ihn schnell. Das gehört schon zum Detox-Wochenende. Was Herbes für ein Genuss. Und das passt jetzt da gar nicht rein mehr. Was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt brauche in einem Hotelzimmer, ist so eine Obstschale. Weil ganz ehrlich, nach zwei Tagen fängt das an zum Gären. Verstehst du? Obstschale, aber kein Schokolade am Kopfpolster. Seidel vor, langsam. Langsam! Alter, ja. Der Fleisch, ich fahr gar nicht. Na, langsam, ich steh. Wir sollten nicht rutschen, gell? Ich sag's nur. Das ist das Wichtigste, dass wir nicht rutschen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht rutschen. Wir rutschen schon, kommt man ja, vor. Ja, es ist nur ein bisschen Ding. Ja, aber wo bleiben wir denn stehen? Schau, schau das ist schön. Aber schön ist es. Aber jetzt gefällt's dir schon auch. Ja. Und das ist das Schöne am Campen. Nein, da kann man nicht sagen, es ist sehr schön. Bleiben wir da mal stehen. Ja. Früh brauchst du. So. Sehr schön. Schön ist. Und dann hat dieses Abenteuer Camping begonnen. Und das Wichtigste dabei ist, wo genau wird dieses Zelt stehen? Da unten gefiel es mir, Fleischi. Oder beim Stein. Ich glaube, der Stein hat eine gute Energie. Aber der Stein ist besetzt. Und zwar vom Klaus, den kannte ich schon vom Telefon, weil bei dem habe ich den Platz gebucht. Der Klaus ist Herr über den See und da sitzt er und schaut. Und ich glaube, der Klaus weiß mehr als alle anderen. Zum Wohl. Das zweite war nicht mehr so laut. Über große Freude. Servus, mein Lieber. Das ist der billigste. Nein, das ist so HTL. Ja, das ist so. Nein, ich weiß nicht, wann zum letzten Mal mir jemand. Ich hab keine mehr gewusst, dass das geht. Das ist das Schöne am Campen. Das ist das Schöne am Campen. Jetzt können wir uns einmal wirklich da hersetzen, Fleisch. Wir haben. Ah, das ist herrlich. Auch die Staumauer. Weißt du, wann man merkt, dass der Mensch was gemacht hat? Wenn es gerade Linien sind. Verstehst du? Der Mensch hat das Wasser gemacht. Sinnlos. Was und jetzt? Auf die Terrasse. Ein gutes Papa. Dann ins Zimmer, Balkon. Blick über den See, herrlich. Das ist der Vorteil am Hotel, weißt du? Ja, das ist der einzige. Der Nachteil ist vielleicht, dass da kein Hotel ist. Das heißt, diesen Blick hättest du nicht, Fläche. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt unser Hotel selber bauen. Wir legen den Platz fest und dann bauen wir auf. Wir haben Zeit genug. Es ist heute noch lang her. Ja, da rum im Norden. Beim Runterfahren ist uns wer mit Eislaufschuhen entgegengekommen. Da drüben ist der Christkindlmarkt noch offen, glaube ich. Ja, was willst du machen, wenn du 5 Schnaps-Intus hast? Meiner einer sagt, gehen wir im strömenden Regen joggen. Jetzt rolle! Urlaub im Salzkammergut! Du schönes Salzkammergut! So habe ich mir das vorgestellt! Ich scheiß jetzt drauf! Ich scheiß auf deine Rollen! Ich scheiß auf die Rollen um den Baum! Ich scheiß überhaupt auf diesen ganzen Dreck! Es ist wurscht, ob das Wasser oben oder innen ist! Das ist eh schon wurscht! Yeah. Na, servus, an das kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Oder nur mehr ganz dunkel? Ja, und ab dann war die ganze Situation ein bisschen entrückt, würde ich sagen. Also das war einer der besten Drehs unseres Lebens. Das
alles ging dahin. Wir hatten ein Rad, wir hatten die Taschen. Wenn du hier, hast du immer Sachen drinnen, die du dringend während der Tour brauchst, die sofort griffbereit sein müssen. Jausen. Ich habe gesagt, dringendes. Jausen. Ja, sehr dringend. Aber die schwerste Etappe, die lag jetzt noch vor uns, weil wir brauchten für den Günther auch noch Radwäsche. Wieso soll das ein Problem sein, für mich ein Radgewand aussuchen? Verstehe überhaupt nicht. Jedes Radtour braucht einen Slogan. Action Team, super! Hast du es größer? Like Sex Machine. Günther, du schaust super aus. Ich meine, ich sehe uns am Milchstädter See Südufer. Hast du es größer? Eher nicht, nein. Vielleicht hast du schon mal ein Zelt aufgestellt. Ein Zelt, wo zwei Erwachsene drin schlafen können. Ja, hab ich. Wann? Wie lange ist das her? So ein Iglo wahrscheinlich, oder? Ja. Na, wir haben noch ein richtiges Stahlrohrzelt. Aber wo willst du das Zelt hinstellen? Da ist ein bisschen steil. Das da ist drin so steil. Wohnt der Klaus. Der Klaus, Besetzer des Steins. Das Orge war, der Klaus hat uns wirklich pausenlos beobachtet. Und der war mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Aber ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht kann er uns eh helfen. Vielleicht, wir fragen den Klaus. Ja, gute Idee. Klaus, Herr Klaus. Ja, bitte schön. Kurze Frage. Folgendes, wir sind mit dem Auto jetzt da runtergefahren. Es ist ein bisschen feucht. Wenn wir morgen wieder auffahren müssten, könntest du uns helfen? Ich glaube, das heißt ja. Klaus, ja. Folgendes, was brauchen wir noch? Na, wir wollen, wie warm ist das Wasser? Plusgrade. Es hat Plus? Ja, es hat Plus. Die Eisläufer sind weg. Du, und noch was, wenn wir da fischen gehen, was werden wir fangen? Karpfen, Zander, Barsch, Brachsen. Ja, na, die Frage ist, was werden wir fangen? Gar nichts, ne? Wahrscheinlich. Du, wir brauchen ein Boot, Klaus. Ja, habe ich. Wo? Auf dieser Seite. Was auf dieser Seite? Ein Tretboot. Ein Tretboot? Da durch den Wald durch, oder was? Ich hätte mir aber gewünscht, so ein Elektroboot. Halt das einmal. Was ist das? Steiner. Ah. Ich hätte mir gewünscht, so ein Kanu. Habe ich auch. Das ist da oben. Das müssen wir dann runtertragen. Und welches ist da? Nimm, halt das wieso? Mal. Was ist das? Stein. Wieso hast du kein Boot beim Wasser? Weil ich übers Wasser schreite. Er ist es. Ja. Das heißt, wenn wir was brauchen, können wir anleiten. Hat der ganz Glocken, genau. Der Stein? Ja, auf der anderen Seite. Ah, ja, passt. Wenn du was brauchst, wir bauen jetzt ein Zelt auf. Ja. Ich schaue schon die ganze Zeit zu. Ja, passt. Aber es ist ein guter Platz, oder? Aber was anderes, Flaschen. Wir könnten doch. Danke, Klaus! Danke! Danke. Klaus. Yes. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mach meine Lichterkette auf. Herrlich! Wo ist die Lichterkette? Im lila Koffer. Im lila Koffer? Im lila Koffer. Ah, da ist viel drinnen. Ja. Wo ist der lila Koffer? Ich weiß nicht, da muss da irgendwo drinnen sein. Da ist kein lila Koffer. Da ist der schwarze Wuchs. Klaus! Wo ist der lila Koffer? Den habt ihr in Wien vergessen. Geschlechtig. Geleg. Ist alles drinnen? Ja, alles, aber viel. Na ja, aber die Lichterkette. Die Lichterkette ist drinnen. Ne? Ja, aber wir können nicht ohne Lichterkette Fleisch. Ich habe gesagt, wir machen so ein romantisches Essen. Ja, siehst du, im Hotel jetzt auf der Terrasse Lichterkette wahrscheinlich. Doch, was anderes. Das ist der Vorteil. Es ist super, auch in der farblichen Kombination zu den ganzen. Hast du es größer? Nein. Wow. Günther, das ist echt super. Großartig. Was ist ein kleiner? Ja, aber sicher nicht. Und plötzlich war ich voll motiviert, wie ein richtiger Radler. Ja, eh. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht Rad fahren wollte. Spätestens jetzt werden sich die Zuseherinnen und Zuseher beschweren. Ich sehe schon den Shitstorm in den ORF-Foren. Wahnsinn, Bayer und Leiner fahren Rad. Erste Folge ist vorbei. Wir haben sie keine einzige Minute am Rad gesehen. Mir ist das echt peinlich. Mir nicht. Keine Sorge, wir werden noch Rad fahren. Und wie? Was?
Ja, da hat er recht. Das wird fürchterlich. Fürchterlich schön. Und die anderen, die haben es auch echt lustig. Ja! Das ist arg, was so ein Sound aus Menschen machen kann, gell? Es gibt ja verschiedene Arten von Zelten. Wieder zu viel versprochen! Und das ist zum Beispiel ein Geschissens.